Hallo und herzlich willkommen. Ihr seid wieder richtig hier bei Optionsstrategien TV. Und wie ihr es schon sehen könnt, das ist jetzt nicht bei uns zu Hause. Nein. Denn bei uns ist ja schon grau und trüb, aber wir sind hier noch in der Sonne, auch wenn diese gerade untergegangen ist. Und deswegen gibt es heute noch mal einen Espresso-Talk mit Tee aus der Türkei. Strategien-Team. Vorab, ich finde eure Videos einsame Spitze. Deshalb wollte ich mal fragen, ob bereits in einem eurer Videos das Thema angesprochen wird, wann eine amerikanische Option mit einem dividendentragenden Underlying vorzeitig ausgeübt werden sollte und wann nicht. Wäre vor allem interessant in Bezug auf Covered Call Writing und gleichzeitigem Schreiben eines Longputs. Es gibt also schon ein Video, wo wir das schon mal erklärt haben. Nichtsdestotrotz hier nochmal eine kurze Erklärung. Also, wenn du eine Option hast, das kann in dem Falle immer nur ein Call sein, und wenn der ITM geht, das heißt ins Geld geht, dann kann dir diese Option, das heißt der Käufer der Option, hat ja das Recht, dann das Underlying zu kaufen, und er wird von diesem Recht nur dann Gebrauch machen, wenn die Dividende, die gezahlt wird, höher ist als der noch vorhandene Zeitwert der Option. Einfaches Beispiel, du bekommst in einer Aktie eine Dividende von 50 Cent und der Zeitwert der Option beträgt noch 40 Cent, dann wird der Besitzer des Calls, also derjenige, der long ist, das Ganze ausüben. Ist der Zeitwert höher als die Dividende, wird er es nicht ausüben. Wenn du übrigens einen Put-ETM hast, dann kann ja das nicht passieren, also dann würde das nicht passieren, dass derjenige das ausübt, hat, macht ja überhaupt keinen Sinn in dem Fall, also nur einen Call. Gibt aber auch nochmal ein Video, wir verlinken es hier nochmal irgendwo, also da ist das schon mal erklärt. Merkwürdig, ich hatte eigentlich intuitiv erwartet, dass Spekulanten meist OTM-Optionen erwerben würden. Ist das von dir eigentlich eher eine Vermutung oder gibt es dazu Statistiken? Also, es ist natürlich so, dass private Spekulanten, so wie wir, wobei wir jetzt ein bisschen anderen Part übernehmen, aber so der klassische private Spekulant kauft schon eher Out-of-the-Money-Optionen. Warum? Weil sie billig sind. Aber die Großanleger, die Institutionellen, die Hedgefonds, also die Jungs, die auch spekulativ unterwegs sind, das Ganze aber natürlich sehr professionell machen, die kaufen schon am Geld Optionen. Einfach weil sie wissen, dass sie da das meiste Geld verdienen können, weil sie eben dann den geringsten Zeitwert bezahlen, weil sie einen vernünftigen Hebel haben und so. Das heißt, die kaufen nicht unbedingt immer diese ganz, ganz weit aus dem Geld liegenden Optionen, sondern schon eher Optionen, die ein bisschen näher am Geld liegen. Das soll nicht bedeuten, dass sich auch manchmal welche ganz weit weg kaufen, aber gerade die großen Jungs, die machen auch in der Regel immer so eine Kombination, dass sie sagen, sie kaufen Optionen, sie verkaufen Optionen, machen Spreads, finanzieren einen Teil gegen, Ratio Spreads und so weiter. Also das, was die Instis machen, hat mit dem, was wir machen, in der Regel überhaupt nichts zu tun. Liegt einfach daran, die haben dann in der Regel doch 3 Euro mehr als wir, manchmal sogar 4. Hallo, interessantes Thema. Wer wird denn im Falle eines Buy-In ausgewählt? Es werden doch sicherlich nicht alle Verleiher zur gleichen Zeit abspringen. Wo kann man einsehen, wie viel Stück Aktien, ETFs zur Leihe stehen bzw. schon Werkverkäufe sind? Okay, also das war eine Frage zum Thema Hilfe, zu dem Video Hilfe, mein Trade ist weg, genau. Und zwar über das Buy-In, also dass das passieren kann, du bist irgendein Underlying Short und da du das ja geliehen hast und der Verleiher verlangt es zurück, dann ist es weg. Passiert zum Beispiel eben häufig bei diesen Produkten wie VXX oder SVXY. Kann passieren. So, erstmal, wie passiert es überhaupt? Es wird gelost. Also das heißt also, es gibt von mir aus jetzt 1 Million Stück, die verliehen sind, und jetzt kommt einer und sagt, er will 5.000 Stück zurückhaben, dann wird das ausgelost, und wenn du Pech hast, dann bist du einer von den, oder dann hältst du eins von den 5.000 Stücken short und dann sind eben deine auch weg. Was ja, wie gesagt, aber kein allzu großes Drama ist, wie ich das in dem Video schon erklärt habe. Man kann zum Beispiel auf Seiten wie finviz.com kann man einsehen, wie viele Aktien geschortet sind.
Und das kann man sehen. Man kann aber zum Beispiel auch beim Broker schauen, wie viele Aktien, wenn du was short gehen möchtest, also in SVY, VXX und so weiter, kann man auch sehen, wie viele Stück denn momentan überhaupt möglich sind zu shorten. Also das bedeutet nicht, dass bloß weil du ein Buy-in hast, dass keine Stücke mehr zur Verfügung stehen. Oftmals kann dir das passieren, das Buy-in ist da und du kannst sofort wieder einen Leerverkauf machen. Ne? Aber es ist nie so, dass dann plötzlich heißt, jetzt werden alle eingezogen, sondern irgendeiner kommt und sagt, ich will meine 100 Stück zurückhaben. Wenn du Pech hast, sind es eben dann deine und dann ist es einfach so. Du sagst, kurz vor einem Short-Squeeze wären fast alle Teilnehmer nur noch short. Am Future-Markt doch aber immer grundsätzlich jede Long-Position eine Short-Position gegenüber. Genau. Gut aufgepasst. Also, es geht darum. Ist vielleicht ein bisschen falsch ausgedrückt. Du hast natürlich vollkommen recht, oder Fragesteller hat vollkommen recht. Das stimmt natürlich. Wenn du einem Future, der long ist, muss immer eine Future-Position entgegenstehen, die short ist. So, wie passiert ein Short-Squeeze? Wenn wir jetzt sehr, sehr lange Abwärtsbewegungen haben, egal ob das jetzt in einer Aktie ist oder ob das in einem Future ist, also beispielsweise im letzten Jahr im Crude Oil oder vor 2 Jahren im japanischen Yen, dann ist es natürlich so, dass sich die Meinung dann einfach durchgesetzt hat, das fällt und fällt und immer mehr springen auf den Zug auf. Das heißt, in der Regel kann man sich auch mal anschauen in den Charts, erhöht sich dann das sogenannte Open Interest, ne? Also das heißt die Anzahl offener Kontrakte. Und es stimmt natürlich, sind auch immer irgendwelche Leute long, und wenn es im Zweifelsfall Market Maker sind, die long sind, aber irgendwann ist eben die Masse der Marktteilnehmer davon überzeugt, dass es nur noch nach unten gehen kann, ist deswegen short positioniert, und irgendwann fängt dann mal der Erste an und sagt so, jetzt fange ich an zu kaufen. Und gerade die dann zuletzt eingestiegen sind, die werden dann überrascht, weil sie schnell im Minus sind, und dann geht es eben ruckartig nach oben. Wir haben es jetzt gesehen, dieses Jahr im Erdöl über 100% jetzt mittlerweile, glaube ich, vom Tief schon angestiegen, oder knapp 100% schon angestiegen vom Tief. Und das ist ein klassischer Short-Squeeze. Ne? Also wenn alle 2 Jahre lang darauf setzen, dass es nach unten geht und irgendwann kommt dann die andere Bewegung, gibt es bei Aktien, gibt es überall. Bei Futures kann das eben mit einhergehen, dass einfach das Open Interest deutlich, deutlich ansteigt. Open Interest heißt die Anzahl der offenen Kontrakte. Bei Aktien gibt es immer nur eine bestimmte Anzahl an Aktien. Da gibt es eben von der Firma nur 10 Millionen Stück. Beim Future kann es einen geben, kann es aber auch 10 Millionen Stück im Extremfall geben, weil zu jeder Short-Position immer eine Long-Position eröffnet wird, die irgendjemand hält, und wenn es im Zweifelsfall ein Market Maker ist. Das war's schon für heute. Dann trinken wir einen Teeschen. Wir haben uns natürlich wieder mal nicht gemerkt, wie das hier heißt. Nichtsdestotrotz, in diesem Sinne, der nächste Espresso-Talk, dann wieder aus der Heimat. Ich glaube, wir haben letztes Jahr auch schon ein Video gemacht hier, ja, aus der Türkei. Was haben wir da eigentlich getrunken? Tee. Oder Milchkaffee? Nein, Tee. Okay, ihr könnt ja mal nachschauen. Schreibt mal unten drunter, was haben wir letztes Jahr getrunken hier in der Türkei. Und dann, wie gesagt, den nächsten wieder von zu Hause. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Servus, macht's gut. Ciao. Bye, bye. Alles da. Hier wird ja nichts gestohlen. Alles gut.